Gehe ich davon aus, dass sich Timo Boll bei einer 2-1-Führung das dann auch nicht entgehen lässt. Und der Borussia dann das letzte Spiel gegen Giannis eben bei den German Open gewonnen hat. Und Giannis. Unter etwas vorzubereiten. Ja gut, man sieht jetzt schon nach den ersten Ballenwechseln, wo das hingeht. Das heißt, der Aufschläger ist meistens dann im Vor. Ich denke mal, es wird ein enges Match. Klar ist es was anderes als bei den German Open vielleicht. Es ist hier ein Finale und jeder weiß, worauf es ankommt. Ich bin gespannt. Flachs kräftige von Giannis, der wirklich hier gut vorbereitet, mit viel Rotation über die Rückhand. Bisschen zu weit, ob er sich in erster Linie auf die Vorhand konzentriert. Wow, sehr ohne Schnitt. Das können die Top-Spieler ja auch machen, auch mit dem langen Noppen. Da war sie, die Rückhand zum ersten Mal eingesetzt. Aber für Giannis gebracht, wenn er den Weichen mit viel Rotation auf die Vorhandseite von Kilos gespielt hat. Boah. 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 Wahnsinn! Die Aktion mit einer sehr, sehr guten Länge noch zurückbringt. Wir sehen super in der Zeitlupe, richtig durchgeschwungen. Und da hatte ich gedacht, Mensch, das ist ganz, ganz schwer nachzuspielen. Aber dass er den Ball so in der Vorwärtsbewegung noch spielt und noch parallel, das ist wirklich ein Sahnehäubchen. Die besten Bälle gespielt am Ende und verdient den ersten Satz dann gewonnen. Genau, und immer wieder auch in diesen knappen Situationen den Rückhand-Topspin eingesetzt. Meiner Meinung nach wirklich der Entscheid. Den aktiveren, den dynamischeren Eindruck einfach. Aber es kommt natürlich auch daher, dass Giannis eben mit einer sehr langen Bewegung spielt. Wow. Wow. Als wollte er dich in einem Augenblick lügen, strafen wegen der langen Bewegung, ist er jetzt genau kurz in den Ball gegangen. Das sind wirklich Jungs, die auf dem allerhöchsten Niveau hier spielen. Ganz toller Ballwechsel. Ja, fantastisch reagiert. Und du hast natürlich recht, die Ballwechsel sind so, dass Rufen Philos ein bisschen der dynamischere, der früher am Ball seiende ist. Hätte agieren können. Ja. Im zweiten Satz wieder an, dass der Aufschläger eben in der Angriffsposition ist und auch dann Vorteile mit. Das ist richtig schön. Ja, das ist einfach schön zu gucken. Es macht Spaß, sind Ballwechsel dabei. Ball geht ein paar Mal übers Netz und dann merkt man auch direkt. Und das ist dann gleich mehr oder weniger der Satzverlust. Nimmt, hat er viel mehr Möglichkeiten, wirklich sehr, sehr durchschlagskräftig zu spielen.
Saison noch würde etwas kürzer gekommen sein und er hätte so eine bessere Möglichkeit gehabt, nochmal mit Vorhand nachzugehen. Leider nicht ganz ausgegangen. Rückhand agieren. Ja, aber insgesamt macht er einfach zu viele Fehler. Start in diesen vierten Satz zu bekommen, um am Ende vielleicht doch noch in den fünften zu kommen. Sehr gut. Und hat in die Noppen rein und Ionis dann sehr gut auch verteidigt hat. Das hat er jetzt eigentlich ganz clever gemacht. Zu weit weg vom Ball. Gut reagiert hier auf den ruhig und abgeklärt. Er weiß, er muss nicht großartig was ändern. Er muss ein Topmann wie Giannis zu gewinnen. Absolut zu viel, ja. Und mit dem Glück des Tüchtigen sichert sich Giannis mit seinem ersten Matchball den 3:1.